Ach, wenn ich nur wüsste, wo ich jetzt hin muss. Ach, ich lass mir mal eine Hilfe geben. Okay. Hab keine Hilfe. Die Musik ist jetzt aber echt unheimlich. Toll. Also mein Licht ist ja... Ich kann meine Puppe beleuchten. Aber nicht das... was vor mir liegt. Hey, ist ja jetzt geil. Hammer. Ach, ist das blöd mit dem Licht. Überhaupt keine Hilfe. Okay, ich versuche mal auf dem Weg zu bleiben. Nein, das geht gar nicht. Kann ich dran vorbei? Nee. Meine Stimme. Damit ich was sage? Okay. Ah, sie führt wieder Monologe, während ich wieder zur Anstalt zurücklaufe. Okay, dann wird das wohl richtig sein. Sinnloses Zeug. Also ich finde diese Route deutlich interessanter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wartet mal. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Ich war hier noch nicht. Ich war hier noch nie. Gucke ich mich mal um. Na doch, das Bild kennen wir noch aus unserem ersten Durchgang. Da war ich zumindest mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Augen, damit ich die Verzweiflung der Menschen sehe. So, René. Im ersten Durchgang warst du mir nicht so... Ich weiß nicht. Schwer einzuschätzen gerade. Oder im Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Dieser Soundtrack, der ist gerade so krass. Hol uns zu fressen. Sie töten mich langsam. Jeden Tag ein kleines Stück. Ohren, damit ich schreie. Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Es wird alles gut. Alles geht vorbei. Meine Seele nicht fähig zu leben. Nicht fähig, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört habe. Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. Wir sind fast da, glaube ich. Ja. Diesmal verlaufen wir uns nicht. Ich bin doch jetzt ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ich glaube, das ziehe ich jetzt durch das Spiel. Ist ja eh nicht mehr viel. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Okay. Auf dem Spielplatz vielleicht? Hey, den Versuch könnte man wirklich machen. Den Versuch muss ich machen. Ich komme gar nicht mehr zurück. Wir müssen zum Spielplatz. Wie cool ist das denn? Okay, mal gucken, ob ich... Ich kann sie da draufsetzen anscheinend. Darf ich auch schaukeln? Ich schaukle lieber. Ja, okay, wir schaukeln, komm. Ja, habe ich übrigens das erste Mal nicht gemacht. Im ersten Part hätte man tun können. Wir schaukeln. Habe ich früher als, naja, nicht Kind, als Jugendlicher, bin ich gerne des Nachts auf dem Spielplatz und habe geschaukelt. Ganz alleine. Genau wie René. Nur ohne Puppe. Höher. Vielleicht müssen wir auch noch die anderen Sachen machen. Okay, ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt gleich mal runter von der Schaukel. Und wir rutschen mal eine Runde. Okay, ich höre jetzt auf zu wippen. Ich habe die ganze Zeit vorwärts und rückwärts. Ich lasse ausschaukeln.
Muss ich es irgendwie abkürzen? Nee, ich lass halt Ausschau. Ah, doch. Ich kann einfach abspringen. Okay, dann lass rutschen. Yay. Tja, die Wippe könnte ein bisschen einseitig werden, befürchte ich. In den Sandkasten wollen wir nicht spielen. Hier, wenn wir drauf gehen würden, dann... Nee, willst du nicht. Wäre ich auch schon ein bisschen zu groß dafür, aber das geht auf jeden Fall. Los geht's. Guck mal, wie schnell wir sind. Oh, quietscht das. Wir kriegen hier einen Speed hin. Also mir wird schlecht werden. Auch doch, wir haben Spaß. Okay, Schluss, aus. Fertig. So. Ich wünsche mir nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Aha. Gestochen? Sah so aus. Aber wir kommen jetzt wieder zu der Kindheitserinnerung. Kapitel 13. Das kennen wir noch. Allerdings werden wir auch diesmal die B-Route einschlagen, indem wir keinerlei Zeichnungen uns angucken. Aber erstmal hier durch. Ja. Die wirren vergangenen Zeiten der René. Also die B-Route ist ja eigentlich... jetzt hängt das Spiel. Oder? Spiel. Das Spiel hängt. Das ist jetzt uncool, aber ist nicht so schlimm. Weil ich ja gerade Kapitel 13 erreicht habe und das wieder ansteuern kann. Okay, bis gleich. So, Freunde, da bin ich zurück. Ich hoffe, dass es diesmal sich nicht aufhängen wird. Aber wir sind ja auch ein Stückchen weiter bereits. Diese Grundschule wird eher ein Gefängnis. Und noch mehr. Wir werden diesmal die Zeichnungen komplett ignorieren, soweit es mir möglich ist, damit wir weiterhin auf der unteren Stufe bleiben. Was ich das letzte Mal noch sagen wollte, es wirkt so, dieser Durchgang, als würde als würde René da einfach in ihrer eigenen kleinen Welt bleiben. Sie will sich gar nicht an die Tatsache mit Amara, damit, also eventuell mit dieser Krankenakte Amara will sie sich nicht beschäftigen, den Tod haben wir nicht mitbekommen. Sie will sich nicht an ihre Kindheit erinnern, indem wir jetzt auch diese Zeichnungen nicht angucken und so weiter. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich da jetzt noch was ändert. Wenn sich überhaupt noch was großartig ändern wird, weil... ihr wisst ja, das große letzte Finalkapitel. Ja, das ist eben das Gleiche. Also, es gibt eigentlich kein anderes Ending.
Wie ist denn das jetzt hier? Muss ich hier die ganze Zeit laufen oder würde das auch... Ja, ich laufe einfach mal weiter. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Dann machen wir das jetzt einfach nochmal. Bis wir hoffentlich weiterkommen. Ich guck nicht hin. Mache so rotzfrech einfach kein einziges sammeln. So, ich mach mal einen Moment. So. Headset ein bisschen gerichtet. Obwohl, ich glaube, ich muss noch ein bisschen tiefer. Ich werde demnächst mir doch mal ein richtiges Mikrofon holen. Ich bin zwar der Meinung, dass ich nicht so der Typ bin, weil ich ja doch gerne manchmal so ein bisschen rumzapple. Also was heißt zapple? Ich bin halt mal näher, mal weniger näher am Monitor und dementsprechend dann halt auch am Mikrofon. Aber ich schätze, daran kann man sich gewöhnen. Weil ich habe einen Headset-Verschleiß, ihr glaubt es nicht. Obwohl ich mir immer relativ gute hole und die dann noch Garantie haben, also was halb so schlimm ist. Aber in letzter Zeit geht mir das auf den Keks, vor allem auch wegen der Rauschentfernung, die ich die hier immer laufen lassen muss bei dem aktuellen Headset, das ich nutze. Und ja, die Probleme habe ich wohl weniger, wenn ich vielleicht doch mal ein richtiges Mikrofon hole. Ich tendiere dazu so einem T-Bone. Ich weiß aber gerade den Seriennamen nicht. Aber gut, das interessiert euch jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Was euch viel mehr interessieren würde, wäre der Weg nach draußen. Ich weiß ihn nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es ist ja schlimmer wie jeder Irrgarten hier drin. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gleich rauskomme. Und wir haben dann stattliche 0 Bilder gesammelt. Irgendwann. Ja. Und da gucken wir mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob es einen Weg gibt, den ich triggern muss. Und wenn ich doch einfach nur dumm stehen bleibe. Sieht aber auch nichts, ne? Ah, Hilfe, nicht hingucken. Ja, es ist ja egal. Wir hatten das letzte Mal wie viel gesammelt? Ich glaube, 6 von 8 oder so. Und wir sind ja trotzdem in den unteren Weg gekommen. Dann musste ich ja wegen irgendwas laden und dann haben wir es auf den oberen geschafft. Jo. Und diesmal gehen wir ganz auf Nummer sicher. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Habsbourg. Yeah. Dominique, nique, lass den Albtraum enden. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit. Mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied. Scandinavie ou Provence dans la simple pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école. Hört mich denn keiner, ich irre hier rum. Pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Ich werde hier wahnsinnig. Das ist voll das Irrenhaus. Ich werde blem. Okay, zwei Türen. Welche nehme ich? Ich nehme Tapete. So, komm, welche Tür darf sein? Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simple et gai pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Oh, es wird sehr dunkel. Ich glaube, es ist geschafft, Freunde. Es ist geschafft. Oh, endlich. Danke für die Dunkelheit. Danke. Verschwinde, oh, du böses Licht. Bring mich in die tiefste Nacht. Mister, ich würde jetzt schreien, wenn wir jetzt, warum auch immer, auf dem Oberen wären. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Ja, wir werden wieder umgerollt. Die können wir dabei nicht sehen. Und ihr wisst ja, was jetzt ansteht. Dieses Gekicher. Das ist ja anstrengend. Uah, das ist ja ganz schwindig. Hey, was ist das denn? Achso, wir sind gerade im Fahrstuhl. Kann das sein? Nee, ich werde umgerollt. Kann man schon mal ein bisschen durcheinander werden. Ich würde gerne runtergucken, aber ich kann nicht. Ganz alleine hier, oder? Okay. Jetzt sind wir im Fahrstuhl. Hier ist echt niemand. Die Wagen rollen automatisch, wie praktisch. Grund ist, das ist das letzte Kapitel, also ich weiß, es ist das zweitletzte, aber das letzte ist uns bekannt. Und das ist das letzte auf der unteren Ebene, wo noch irgendwas passieren könnte. Irgendwas anderes. Mal abwarten. Ansonsten haben wir noch 12B. Quatsch, 12C. War das schon immer so? Sind wir in Kapitel 14. Ein letztes Mal können wir uns
bewegen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir... Ich schrei, wenn ich jetzt im oberen Ding bin. Sonst war jetzt... Nee, okay, wir sind unten, alles klar. Alles gut. Okay. Ja, Freunde, dann, ich habe euch das natürlich abgekürzt, dieser Horror. Das letzte Mal wollte diesen Bericht nicht lesen. Mal gucken, wie sie es, ob sie es jetzt möchte. Wieder meine Krankenakte. Ich will nichts wissen. Ich will nichts wissen. Es ist alles so verworren. Da war einer, der mich kaum untersuchte, der dann wohl dachte, mich zu kennen, zu verstehen, was mit mir passiert ist und über mein Leben entscheiden zu können. Ich weiß. Okay. Schauen wir mal, ob irgendwas anderes passiert. Auf H kommt schon mal nix. Sind jetzt schon wieder die letzten Schritte des Spiels. Wir werden dann... Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ja, also... Der nächste Part wird der letzte Part sein. Dort zeige... Hä? Ach, da. Dort zeige ich euch dann die Bonis, das Tagebuch und natürlich noch 12C, wenn ich es denn schaffe. Und dann war's das mit der Town of Light. Ja, ich muss sagen, der zweite Durchgang, er hat, war ein bisschen... Er war jetzt halt ein bisschen... doch sehr bekannt, aber das wusste ich halt im Vorfeld nicht. Am spannendsten war natürlich die Aufspaltung dabei bei Kapitel 12. Das war auf jeden Fall sehenswert. Wenn ich das gewusst hätte, ich habe halt gedacht, die untere Route wird nochmal deutlich anders laufen. Gut, es gab ein paar extra Dokumente und so, aber das weiß nicht. Das hat sich jetzt eigentlich zum zweiten Mal spielen jetzt nicht so gelohnt, fand ich. Außer eben das eine Kapitel. Das hätte ich es früher gewusst, dann hätte ich das eher in einen Bonuspart gesteckt. Aber so ist es halt nun so. Können wir jetzt nicht ändern. Jetzt haben wir es zweimal gespielt. Und einen finalen Bonuspart wird es noch geben. Und der wird interessant, auf jeden Fall. Ich habe ja, wie gesagt, die Tagebücher schon, ich habe das ja schon aufgenommen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht aufgenommen habe, ist 12C. Das werde ich dann noch nachholen. Muss ich da nicht rein? Ah, hier. So ist die Frage, ob wir uns das jetzt nochmal alles angucken wollen, aber theoretisch könnte es ja... Ah, wisst ihr noch? Ich habe das letzte Mal... Ah, shit, was habe ich genommen? Ich glaube links, ne? Dann nehmen wir jetzt rechts. So. Ich fühle mich wieder wie am Rande eines... Meine Wahnvorstellungen kommen immer wieder. Es dröhnt alles. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Sie werden reinkommen. Ich bin wieder in wenigen Sekunden tot. Ich versinke dann kurze Zeit. Meine Hölle hat mich wieder. Angst, die mich aufrisst und gewaltsam versucht, nach außen zu dringen. Wenn es dir schlecht geht, wenn es in deinem Kopf ist, wenn du irre bist, was bin ich eigentlich? Was auch immer es ist, ich kann kaum sprechen, mich nicht bewegen. Schlucken ist schmerzvoll, kann nichts mehr zu mir nehmen. Dann geht es vorbei. Es geht mir besser. So ungefähr wie jetzt. Und dann überkommt mich die Nervenschwäche. Ich kann nicht mehr schlafen. Die Gedanken sind verworren, lassen sich nicht mehr festhalten. In mein Gedächtnis sind große Lücken. Ja, es gibt Momente, an die ich mich nicht erinnere. Ich weiß nicht wieso. Mit meinem Freund zusammen, da hat es angefangen. Und Bruna war auch da. Dass ich komische Sachen mache, haben sie gesagt. Ich schäme mich, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass ich deshalb hier bin, nicht? Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Nicht? Ich... Bitte, sagen Sie es mir. Ich versuche, anständig zu sein. Ich möchte so gern wieder nach Hause. Niemand kommt mich mehr hier besuchen. Warum nicht? Wissen Sie das? Das war deutlich interessanter wie das letzte Tonbandgerät. Da hatte sie ja wirklich einen sehr klaren Moment. So, und auch das hier können wir uns jetzt nochmal angucken. Vielleicht ändert sich da ja noch was. Auch wenn ich es nicht glaube, aber mal schauen. Ja, das kennen wir.
glaube ich nicht. Lieber mal warten, nicht, dass man noch was verpasst, aber ich glaube, da kam nichts mehr. Das war's. Okay. Tschüss. So, und ich glaube, hier an dem Schreibtisch endet der Spaß dann, oder? Hier noch was zu tun, was zu machen? Ich glaube hier nicht. Okay. Bringen wir es zu Ende. War nicht mit... 28. August, okay. 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Nein, es hört noch nicht auf. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Ja, das ist wohl wahr. Geht's, glaube ich, weiter? Es müssten jetzt eigentlich... Ich glaube, viel mehr kommt jetzt wirklich nicht mehr. Bin ich sicher. Ja, es lädt. Und wir gehen. Zumindest versuchen wir es. So einfach ist das nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was ich zum Schluss getan habe. Also wo es dann quasi weitergeht. Naja, wir werden es schon rausfinden. 5. Mai 1943. Jetzt also doch. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Genau, das kennen wir ja alles noch. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir das gesehen... Oh Gott. Das ist ja jetzt krass. Das haben wir das letzte Mal nicht erlebt. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Mein Gott. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Moment. Das führt ins Gleiche, oder? Ne, die bleibt zu. Aber interessant, dass wir jetzt das hier noch als kleinen Bonus bekommen. Das war jetzt interessant. Ja, die Lobotomie, das Resultat haben wir leider gesehen. Hat es hier stattgefunden?
Was habe ich denn das letzte Mal? Da bin ich einfach rausgegangen, oder? Und dann kam schon. Also ich. Diese Krankenakte konnte ich mich noch erinnern, aber dass wir das hier jetzt so sehen, das ist neu. Meine ich. Gefällt mir. Okay, hier geht gar nichts. Oh. Will ich gucken? Ne, nicht wirklich. Sollte ich mich freiwillig hin... Oh, neues Kapitel 15. Ah, okay, jetzt kommt der Schluss. Ich muss da einfach das anklicken. Ja. Den Schluss kennen wir, aber das können wir jetzt auch noch mitnehmen. Also halten wir fest, der untere Weg war auf jeden Fall der interessantere, der vollständigere. Im Grunde wurde bei Bea, es wurden noch Sachen ergänzt. Kann man so sagen. Es war jetzt nicht anders, aber es wurde ergänzt. Aber das war's dann auch. Ja, wieder einmal ihre letzte, schlimmste Behandlung. Es war einfach so unfair. Es ging ja schon besser. Nur weil sie da niemanden mehr hatte. Ah, dreckig. Interessant, ich kann jetzt die Kamera des Arztes, also ich will da nicht hingucken. Nein. Haben wir das letzte Mal das auch schon so gesehen? Ja, ich glaube schon. Wir sind am liebsten verdrängen. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen,
sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Ja, Freunde, da haben sie uns doch nochmal einen schöneren Abspann serviert. Das kam wohl durch die Enhanced-Version. Nochmal ein bisschen ausführlicher mit Bildern. Sehr schön. Da hat es sich doch noch gelohnt, sich das Ende nochmal anzugucken, ne? Ich finde schon. Jetzt haben wir wirklich fast alles gesehen. Ja. Bedankt habe ich mich ja schon in aller Ausführlichkeit bei euch und eure Kommentare, beziehungsweise euch habe ich ja schon im letzten Abspann verewigt. Ich bedanke mich aber gerne noch einmal für euer Interesse und euer Feedback. Wir sind fast am Ende angelangt. Es wird noch einen letzten Bonuspart geben.
und dann war's das. Die Tagebücher und so ein kleines, ja, soll ich sagen, ja, ein Trailer, Musikvideo-Dingens. Ich glaube, nehmen wir nochmal das gleiche Lied wie eben. Was ich da schön finde. Das ist dann ein würdiger, aber auch letzter Abschluss für dieses Spiel. Schon irgendwie lustig, oder? Wie ausführlich jetzt der Abspann auf einmal ist. Im Vergleich zum ersten Mal. Aber auch dieser nimmt jetzt gleich sein Ende, glaube ich. Ja. Wenn morgen dann der Bonuspart kommt, gibt es am Tag darauf ein neues Projekt. Ich weiß es immer noch nicht, welches. Ich schwanke zwischen zwei Titeln. Ich will jetzt auch kein Vote machen. Weil ich weiß, was dann gewinnt. Deswegen werde ich noch selbst ein bisschen weiter darüber nachdenken und ihr werdet es ja dann merken, was es wird. So. Der Abspann ist fertig. Geht das jetzt wieder von vorne los, diese, ich sag mal Slideshow? Nee, hier endet's. Das war's. Ja, Freunde. Ach ja, Bonuspart, nicht nur die zwei Sachen, natürlich noch 12C. 12C, Tagebuch und dieses kleine Video. Das gibt's dann im allerletzten Part von The Town of Light. Bis dann!